Herzlich willkommen wieder zurück zu Fire Emblem Awakening. Und ich habe ja gesagt, wir machen die Aversa-Mission als nächstes. Und wir haben eigentlich auch soweit schon alles eigentlich aufgestellt. Ich habe euch ja klipp und klar gesagt, auf was es zu achten gilt bei dieser Mission, wenn man sie meistern möchte. Und ich denke, da das ja mittlerweile klar sein sollte, legen wir doch einfach los. Und ich bin mal gespannt, wie gut wir so zurechtkommen. Let's go, Leute! Diese Quelle zeigt die Wahrheit. Wenn Zweifel dich plagen, wirf einen Blick hinein und ertränke sie hier für immer. Vielleicht findest du neues Leben im Tod. Oder andersherum, wer weiß das schon. Wer bist du? Und antworte nicht in Rätseln oder mit einer Scherzfrage. Ich will die Wahrheit hören, und zwar sofort. Was? Aber das bin ja ich. Ich bin das Spiegelbild deines Wahn-Ichs. Stell dich mir. Nur in einem unserer Tode kommt die Wahrheit ans Licht. Wenn der Tod dieses Typen diesen Irrsinn beendet, dann bin ich dafür. Auch wenn ein Kampf gegen jemanden, der mich so gut kennt, heikel sein könnte. Sieg, alle besiegen. So sieht es aus, Leute. Ja, Chrom, natürlich dürfte auch eine der mächtigsten Einheiten sein, denen wir so begegnen. Aber hier sieht die Sache schon besser aus, denn die sind nicht besonders gut trainiert, auch wenn die Stats angehoben sind im Vergleich. Ihr werdet sehen, dieser Frederick ist zum Beispiel schon deutlich besser als unserer. Das ist auch somit eines der größten Probleme. Er ist so viel besser einfach. Warte mal, alleine den Machtvergleich. 111 gegen 165. Also ja, da ist ein ordentlicher Boost drauf. Aber bei Donald und so kann mir das so egal sein. Und hier seht ihr, auch das ist relativ harmlos. Das hier hingegen ist wahrscheinlich unser größtes Problem von allen. Sogar er hat etwas bessere Stats. Verwüstung natürlich am schlimmsten, aber wir werden dagegen auch zurechtkommen. Das sollte klar sein. Ja, und ansonsten natürlich hier sehr viele, sehr, sehr gefährliche Einheiten. Emerin auch, aber wir sehen könnt, die Risiken sind auf jeden Fall stark reduziert irgendwo. Mit Sally Stahl und so haben wir so viele Leute, die halt wirklich nicht viel machen können. Und hier auch einfach sehr resistenzschwache Leute. Das macht die Sache eigentlich wiederum um einiges schaffbarer, würde ich sagen. Und wir sehen einfach mal, dass wir hier auch möglichst viel rausholen können. Als allererstes sollten wir, denke ich mal, uns hier zusammenschließen. Ja, das gibt uns doch schöne Boni auf jeden Fall schon mal. Und dann können wir auch gleich mal gucken. Eigentlich sollten wir ja nach vorne direkt gehen. Der Zauberzähmer ist erstmal nicht die beste Wahl, aber später wird uns noch hilfreich sein. Jetzt sollten wir erstmal Aversas Nacht benutzen. Das bringt uns zunächst mal mehr. Und dann sehen wir mal, was so auf uns zukommt. Wird auf jeden Fall recht spannend werden. Wir sollten uns hier auch ein bisschen kombinieren und so. Möglichst erstmal versuchen, hier wegzukommen. Auch das ist ziemlich wichtig. Ansonsten haben wir so unsere Probleme. Wir müssen auf jeden Fall hier raus. Bin ganz froh, dass zumindest kein Morass dabei ist. Das kann nämlich ziemlich, ziemlich lästig werden, sollte das der Fall sein, aber immerhin haben wir diesbezüglich zumindest Glück. So, ich meine, Chrom ist noch jemand, der zur Not sogar eingreifen könnte, wenn er möchte, aber wir passen auf jeden Fall auf, was das betrifft. Und hier natürlich, die beiden sollten sich noch zusammenschließen und kommen später und kümmern sich dann um den Heiler. Ja, Chrom lasse ich, glaube ich, sogar wirklich mal in der Nähe stehen. So dumm ist das gar nicht. Kann man durchaus ausprobieren. Ja. Leute, es wird interessant. Die meisten dürften eigentlich fast nichts machen können. Putziger Donne. Dein Untergang ist nahe. Wie man deutlich sehen konnte. War das überhaupt kein Thema? Ja, natürlich. Hier müssen wir auf jeden Fall mit den Avatar uns reinstellen. Das ist völlig normal. In dieser Mission sollte man es nicht anders angehen. Hier braucht man eine sehr mächtige Einheit, die sich möglichst vielen schwachen Einheiten entgegenstellt. Und natürlich haben wir unser Spiegelbild. Das ist am gefährlichsten. Dann gibt es noch Chrom, der auch einigermaßen gefährlich ist. Und Aversa. Aber man sollte es schon, denke ich, ganz gut schaffen können. So, jetzt kommt der gefährlichste von allen. Wenn du weißt, wer ich bin, sag es mir bitte. Bin ich würdig, an Chroms Seite zu kämpfen? Sehr schön. Und wir können jetzt selbst die Vergeltung nutzen. Und mit viel Glück
Ja, reicht das auch schon. Und deswegen ist auch kein Problem mehr Vergeltung drauflassen übrigens. Und danach kann man mit dem Zauberzähmer dafür sorgen, dass er einen sowieso nicht mehr großartig trifft. Wenn er sich sowieso schon für das Verwüstungsbuch entscheidet. Und so haben wir das Ganze eigentlich auch wunderbar gemeistert. Ah, herrliches Level Up. Ein Traum. Sogar Verteidigung gestiegen. Ja, jetzt kann eigentlich eh nicht mehr viel passieren. Ihr seht schon. Klar, da kommt vielleicht nur wieder mal was drauf, aber so messelt man sich dadurch. Mit einer Tänzerin zum Beispiel ist es um einiges gefährlicher, wenn da jemand mit Vergeltung noch rumsteht. Wenn er noch nicht gleich besiegt wird, dann kann er mit viel Schaden bereits zum Beispiel nochmal angreifen. Und das ist dann wirklich dramatisch. Das darf nicht passieren. Och, schade. Nicht ausweichen hier. Es wäre schon nicht schlecht, noch ein bisschen Aversa-Training auch zu... Emerin-Training auch zu bekommen. So, ja, und die hier sind sowieso nun mal Wyvern-Lords. Das heißt, die halten überhaupt nichts aus, magisch. Das ist klar. Und so macht man das in 0, nichts. Man muss es halt wirklich nur gut genug organisieren, auf die Skills achten und dann klappt das auch. So. Und das war's mit dir. So, gibt ja gar nicht mehr so viele Gefahren eigentlich. So, Emerin ist wahrscheinlich noch eine der größten Gefahren hier. Und ansonsten ist das ja relativ putzig alles. Oh, sie ist sogar relativ schnell. Wir sollten aufpassen. Hätte jetzt doch noch nicht unbedingt mit Chrom gleich so weit vorstürmen sollen vielleicht. Aber mal gucken. Da drüben ist die Aversa und ich glaube sogar, dass sie aktiv runter geht zu ihrem Spiegelbild. Wir müssen auf jeden Fall ein bisschen vorsichtig sein diesbezüglich. Nicht, dass das noch eskaliert. Wobei wir jetzt mittlerweile eigentlich auch Selikas Sturm nutzen können für den Rest. So ganz kompakt, ganz easy sollte das dann auf jeden Fall realistisch gehen. Schau mal, dass mich möglichst auch alle treffen können. Das heißt, ich gehe erstmal... Ja, ich will mich schon hier in den Weg stellen zumindest mit Selikas Sturm. Und wir warten erstmal. Ich gehe auch mal ein bisschen mit nach drüben, wenn ich schon dabei bin. Wie gesagt, das ist glaube ich gar nicht so dumm. Wenn man hier einfach mal alle ein bisschen bereithält. So, da greift uns Emerin erstmal an. Die auch relativ gut Schaden machen kann, aber... Ja, das summiert sich natürlich auch. Schade. Das hätte eventuell reichen können. Aber gut, immerhin ist das Waffenlevel gestiegen und jetzt werden wir von Aversa angegriffen. Ab jetzt sind wir in Vorteilsrange und... Dass jetzt keine Vergeltung getriggert hat, war sehr bitter. Genau da habe ich es nämlich gebraucht, sogar ausgerechnet, dass das möglich ist so. Das war ja unschön. Ja, und Emerin ist dir da vollgehielt jetzt deswegen. Nein, oh Gott. Jetzt ist das Worst-Case-Szenario passiert, das ist gar nicht gut. Immerhin hat sie keinen Windzauber dabei. Das hat glücklicherweise eigentlich niemand so wirklich. Aber es kommen jetzt sehr viele Leute darunter und das gefällt mir überhaupt nicht. Immerhin können wir Aversa ausschalten. Ändert aber wiederum nichts an der Sache hier. Das wundert mich gerade wirklich, dass keine Vergeltung getriggert hat. Das war schon echt bitter. Muss mal kurz den Schaden umrechnen, lasst mal sehen. Wir haben aktuell eine Differenz von 57 Punkten, so rum, ne? Quatsch. Warte, hab ich mich jetzt verzählt? Ich bin da auch ein Trottel. Meine Güte. Nee, 57 ist schon richtig. Was mache ich dann? Also gut, wie auch immer. Das heißt, wir haben bei der Hälfte 28. Ne? Also 28 würden draufgerechnet werden. Das heißt 48 mal 2 im besten Fall. Da ich allerdings auch sterben könnte, sollte ich hier lieber mit Aversas Nacht weitermachen. Komme ich aus der Hälfte raus? Lasst mal kurz sehen. Ich regeneriere die Hälfte wieder. Das heißt, 7 Punkte kriege ich rein, dann bin ich auf 30. Würde reichen, um hier das zu überleben. Von daher ist das auch in Ordnung so. Das sollten wir auf jeden Fall so machen, ja. So, ja, jetzt triggert sie natürlich. Ist klar. Genau. Ja, danach sind wir eh wieder in Vorteilsrange und so. Da dürfte also einiges wieder drinnen sein. Und hier kommen nicht so viele zu Aversa, dass es wirklich problematisch wäre, ne?
Ich meine, der Rest ist jetzt nicht super schlecht oder so. Mit 33, das kommt noch dazu. Sally kann ich auch rauslocken. Ich muss nur mal ganz kurz aufpassen. Das ist wichtig, dass ich mir die hier markiere. Das sind so die kritischen Leute. Ansonsten, ja, sie ist ja kein Problem für Chrom. Das geht auf jeden Fall klar. Absolut klar geht das sogar. Ich könnte sogar, glaube ich, dich mit ihr erledigen. Ja, das können wir durchaus sogar machen. Das ist ja ganz lustig dann eigentlich sogar. Dann lasse ich das auch so. Sollst du dich da reinstellen? Das passt mir noch ganz gut in den Kram. Da oben stelle ich einfach mal Chrom mit dazu. Und dann lassen wir es gut sein. Ja, das kannst du mich wehtun. Oh, sie kommt mit Thorin aber im E-Vorteil. Also keine Sorge, da komme ich schon raus so. Auch wenn Zauberzähm eventuell sogar... Naja, es wäre nicht unbedingt sicherer gewesen. Nee, das passt schon so. Ja, ja. Glücklicherweise, deswegen hat man ja seinen Vorteil mit drin, ne? Genau, und an solchen Einheiten kann man sich dann wunderbar regenerieren. Ja, Sauron hat das jetzt schon auch noch, aber... Ich habe extra geguckt, dass wir nicht mehr als die Hälfte regenerieren. Von daher passt das dann. Und der Rest macht dann auch zu wenig. Dann lässt sich das doch irgendwo managen. Auch wenn das schon echt gruselig ist manchmal. Ja, natürlich, sie wird schon wieder geheilt. Ha, zu häufig wird sie geheilt für meinen Geschmack. Na, ihr könnt auch ein bisschen zusammenarbeiten, aber passt schon. Das hier ist was, was mich eher stört. Aber sie kommt da schon durch. Aber nicht mehr so häufig, deswegen... Bitte... Ja, das ist nicht so cool. Trotz allem. Immerhin hast du ein Nosferatu-Buch, aber... Meine Güte. Ach so, du machst gleich das Ganze so auf die Art und Weise und klaust mir noch Erfahrungspunkte, weil du es so toll findest. Na super, Aversa. Ach, von mir aus. Aber trotzdem hast du Probleme mit ihr hier. Ach nö, stimmt ja, sie hat ja auch sie. Oh nein. Ich hoffe nur, es reicht dann für den Support hier. Das ist nämlich gut möglich, dass das dann nicht mehr reicht. Und dann kriege ich die Krise. Meine Güte. Typisch ist sowas mal wieder. Schrecklich. Immerhin ein Level up. Boah, brauchbar. Nicht, dass es bei dir noch wichtig wäre, aber... Wie auch immer. Das hier ist eine ganz schlechte Idee, wie man deutlich sehen kann. Nein, das sollten wir lassen. Das ist klar. Wir können übrigens die Glitzerfelder auch noch abgehen, wenn wir das möchten. Wie sieht's eigentlich mit Emarin aus? Ah, die 2% Crit gefallen mir nicht. Ich könnte einen Zauberzähmer dazu nehmen, dann ist zumindest die Trefferquote sehr niedrig, aber... Lassen wir es mal gut sein und benutzen lieber Selekas Sturm, oder? Aber du machst tendenziell schon ein bisschen Schaden zumindest. Joa. Es ist brauchbar. Ich kann den Arcus-Donner geben oder dir eventuell was rüber traden. Ich habe aber sehr viel Dunkelmagie dabei. Und dann würde ich sagen, wir wechseln kurz. Du kriegst von mir einen Arcus-Donner. Und da das Risiko, wie gesagt, sehr hoch ist, lassen wir es mal gut sein damit. Ich rüste bei dir mal Selekas Sturm aus und wir sollten eigentlich auch angreifen. Sie hat ja keine Skills dabei. Das passt schon. Die macht dann nachher nochmal 31, dann sind wir aber immer noch in einem sicheren Rahmen irgendwo. Von daher passt das schon. Aber muss halt echt aufpassen. Ja, das ist doch in Ordnung so. Autsch. Okay, Leute. So, ansonsten... Ja, du bist ja schon in der Nähe dieser Felder. Ich weiß nicht. Ich kann mal gucken, ob wir da noch irgendwas tun können. Wahrscheinlich eher nicht, aber... Ja. Du wirst Aversa jedenfalls nicht erledigen können. Und du kannst ja auch nicht wirklich viel machen. Meine Güte, pass auf, Aversa. Pass auf dich auf, ich sag's dir. Das ist nicht lustig, was du da tust. Aber wir sollten es theoretisch eigentlich in der Tasche haben, ne? Zauberzähmer sind 100%, ja, haben wir. Dann kralle ich mir mal ganz kurz das Glitzerfeld hier. Und es ist, hat das jemand verloren? Eine Schocklanze, oh! Das ist wirklich was Feines, die Schocklanze, ja. Das ist wirklich, wirklich cool, was ich da gerade gefunden habe. Quasi das Äquivalent von
Donnerschwert. Und die Schocklanze ist eigentlich sogar allen Belangen besser. Ach so, nee, stimmt richtig. Die Schocklanze konnte nicht geworfen werden, beziehungsweise nicht auf Distanz genutzt werden. Macht aber magischen Schaden. Aber als Ausgleich, sie hat mehr Kraft, mehr Trefferrate und auch noch 10% Crit. Also eine feine Sache, so eine Schocklanze, muss man schon sagen. Kannst du eigentlich, ja, bei ihr sowieso und 100%, dann machen wir das auch direkt über den Zauberzähmer, würde ich sagen. Kurzen Prozess und dann ist die Sache eigentlich auch schon erledigt. Bam, jawohl, der Zauberzähmer im Einsatz. Wow, atemberaubend, aber ja, so ist das eben. 5 Züge, wunderbar. Nein, nein. Was ist, was hast du gesehen? Ich sah mich selbst. Ein Mädchen versklavt in Körper und Geist vom Walda. Versklavt? Die Wahrheit kann bitter sein. Ich wäre lieber gestorben, als dies zu erfahren. Ich hätte niemals herkommen sollen. Was hast du genau gesehen? Ich hielt mich für so geschickt. Und doch war ich die ganze Zeit so dumm. Walda nahm mir mein Gedächtnis und füllte meinen Geist mit falschen Erinnerungen. Dass er mein Leben gerettet hat und mich aufgenommen hat, war alles gelogen. Meine ganze Geschichte hat er erfunden, um mit mir wie mit einer Puppe zu spielen. What? Ihr Götter, wie schrecklich. Ich war ein ganz normales Mädchen, bevor er mich in die Finger bekam. Nun vielleicht etwas talentierter und sicherlich hübscher, aber ich schweife ab. Der Zufall lenkt Walda in mein Dorf, wo er von meiner Begabung erfuhr. Doch sein grausamer Wille war es, der jeden, der mich kannte, sterben ließ. Danach besaß er die Dreistigkeit, sich als mein Retter darzustellen. No. Das ist verwerflich. Was dazu führte, dass ich zu der Frau wurde, die ihr alle kennt. Man kann über Walda denken, was man will, aber er hatte ein Auge für Talente. Doch letztendlich war ich nur ein weiterer Bauer in seinem Schachspiel. Ein Bauernmädchen, das für denjenigen arbeitete, der seine Eltern getötet hatte. Ihr Götter, was bin ich doch für eine Närrin. Was wirst du nun tun? Walda ist nicht mehr, aber derjenige, dem er diente, lebt noch. Und ich bringe Grima unter die Erde und damit vielleicht auch mein altes Leben. Bauer oder nicht, ich habe zu viele Grausamkeiten begangen. Grima zu töten wird daran nichts ändern, aber vielleicht kann ich so andere schützen. Wenn du kämpfen willst, dann kämpf an unserer Seite. Gemeinsam haben wir bessere Chancen als jeder für sich allein. Ich hab dich kämpfen sehen, Aversa. Du wärst eine wertvolle Verbündete. Pass auf, du hast schon mehrfach gesehen, was Männern an meiner Seite widerfährt. Hm. Vielleicht kannst du mich ja doch überleben. Wir werden sehen. Und das war's. Geist haben wir erhalten, einen Goldbeutel L auch noch. Und da wird der Vorschlag gemacht, eine Pause zu machen. Also bitte. Na sowas. Aber geschafft ist geschafft. Und damit hätten wir einen weiteren Punkt, an dem wir auch nette Stäbe kaufen können, aber ja, das ist jetzt nicht das Wichtigste. Natürlich, ja, ich glaube, es liegt daran, dass Aversa wirklich jetzt den einen erledigt hat, weil das hätte wahrscheinlich noch was werden können mit dem S-Support hier. Jetzt muss ich die wahrscheinlich doch beim nächsten Mal mitnehmen, oder ich habe noch Glück, ich weiß es nicht. Müssen wir mal gucken, aber es ist allein hier jetzt schon wieder mal ereignislos, was das betrifft. Selekas Sturm, okay, da nehme ich gerne nochmal was mit, das ist super. Und wo mir gerade kommt, der Goldbeutel L natürlich von zuvor ist jetzt auch mega praktisch. Was findest du denn? Ach so, überhaupt nichts, okay. Aber du findest irgendwas. Hektors Axt, okay, sehr schön. Und hier haben wir Stärke und Magieanstieg, okay, gerne, gerne. Kein Thema, okay. Dann müssen wir jetzt wirklich gucken, was wir als nächstes machen wollen. Es gibt schon noch ein paar Missionen. Ja, einige davon sind grenzwertig aktuell, wenn wir die jetzt schon angehen wollen. Ich muss echt nachdenken. Schwierige Sache. Machen wir dann doch Cynthias Mission als nächstes. Das Problem ist, Owain würde ich nicht machen, solange ich nicht den Wirbelwind drauf habe, ehrlich gesagt. Aber Aversa ist jetzt mit dabei und auch sie sehr mächtig, wie man sehen kann, klar. Auf jeden Fall eine riesige Hilfe. Aktuell sogar rein wertetechnisch eine der besten Einheiten, die wir haben. Ja, ist wirklich so. Und klar, mit Dunkelmagie direkt als Dunkelschwinge noch zu kommen, ist natürlich brillant. Keine Frage. Aber leider hat sie natürlich auch das Problem wieder, wie so viele, dass sie eben nur Avatar-Supports hat. Das heißt, wir kriegen nicht die Unterstützungsboni bei den meisten Charakteren über sie.
Aber ich habe ja schon mal gesagt, das ist eine sehr gute Idee, durchaus den Support zu machen. Also Aversa as Support ist sicherlich keine schlechte Wahl. Beim besten Willen nicht. Wir können mal nachgucken wegen zwei Ziegel. Ich musste sowieso noch eins kaufen, so oder so. Und jetzt haben wir ja sowieso noch einen weiteren Goldbeutel L bekommen. Das ist auch sehr gut. Den verkaufen wir auch gleich. So, 10.000, wunderbar. Das trifft sich ja ganz gut. Oh Mann, wir haben auch drei Talismane, das gibt's ja nicht. Die müssen wir auch mal einlösen, das gibt's doch einfach nicht. Mensch, was machen wir nur damit? Mal gucken. Ihr müsst leider beim nächsten Mal mit, das ärgert mich fast ein bisschen, aber... Ja, ansonsten kann ich nicht wirklich viele Missionen freischalten. Ich meine, wir haben noch den Priam. Das ist allerdings wahrscheinlich mit einer der schwersten Missionen im Spiel sogar, würde ich sagen, spontan. Dann haben wir noch einen... Ja, ich will jetzt nicht unbedingt spoilern zu sehr. Beim Priam weiß man ja noch nicht, wer da ist. Das wurde ja noch nicht erwähnt, deswegen kann ich den Namen schon sagen. Damit werden jetzt diejenigen, die das Spiel nicht kennen, auch nicht viel anfangen können oder so. Aber den anderen muss ich stumm sein, wer noch so beitreten kann, das ist klar. Mann, wir haben so viele Titanias Axt und Hektors Axt, das ist unglaublich. Das sind eigentlich auch echt gute Sachen. Genau, zwei Ziegel. Wollt mal kurz nochmal nachgucken. Was hatte man nochmal zur Auswahl? Genau. Ah ja, eigentlich so ziemlich alle berittenen Sachen, ne? Ja. Schon und halt Zauberer. Auch eine gute Wahl. Stimmt, hier fehlt noch so ein bisschen Vergeltung und so. Das sind so die typischen Sachen, die man noch mitnehmen kann. Und ansonsten kannst du natürlich... Klar, auf Lanzen könntest du theoretisch sogar gehen, weil deine Stärke nicht mal so schlecht ist vom reinen Grundwert. Das hier fällt natürlich raus, außer man benutzt jetzt irgendwie die Donneraxt, aber ja. Wie auch immer. Ich überlege nur gerade, was man noch mitnehmen kann, aber das meiste ist relativ unspektakulär. Und so oder so, bei dir wird das wahrscheinlich auch nicht mehr passieren, weil wir werden dich jetzt auch erstmal nicht mitnehmen. Wobei ich durchaus eventuell sie fürs Finale sogar mitnehmen könnte. Ich überlege da noch. Weil die Werte sind schon fantastisch und so oder so verdient sie schon irgendwo einen Platz. Ich meine, irgendwo wurde sie ausgenutzt und ich denke, wenn sie dabei hilft, Grima zu erschlagen, ist das auch irgendwo ganz amüsant, oder? Ich finde das ganz nett. Meine Güte, jetzt haben wir so viele Leute mitgenommen, die eigentlich überhaupt nicht mehr großartig mitkommen. Ich muss sowieso mal kurz gucken, wie war es denn eigentlich mit Supports? Also das hier, das ist nur einen C, das fällt quasi raus. Du hattest auch gar nichts. Du hattest irgendwie auch nur C-Supports, die auch nichts bringen. Absolut keine wichtigen Resultate eigentlich dabei. Ja, Sally Stahl ist eigentlich nicht mal super dumm. Aber man kriegt halt nichts Besonderes klassentechnisch, ne? Das ist eher das Problem. Aber es ist zumindest ein absoluter Klassiker. Wird das auch nur da einen C-Support? Das ist natürlich auch Quatsch dann. Ja, viel zu viel Zeugs, was nicht wirklich viel bringt. Was in nichts resultieren wird. Taya Henry hat glücklicherweise zumindest einen C-Support damals gehabt. Und Pauln und Gregor wäre noch was ich gern nehmen würde. Aber okay. Ja, ich meine, bei den meisten, ich habe es schon gemeint, wahrscheinlich erst nach dem Finale, das ist einfach so. Da kann ich auch relativ wenig machen. Ich glaube aber fast, es wird sogar echt schwierig dann bei Chris und Emerin, dass wir das noch hinbekommen jetzt direkt. Weil ich habe jetzt eigentlich schon so, glaube ich, in der Mission das Maximum mitgenommen, was ich mitnehmen kann. Aber wir sind auch gerade mal auf C. Ich meine, wir haben noch B, A und S und von daher... Es ist grenzwertig, weil wir wahrscheinlich von den Missionen ein bisschen nachdenken müssen, wie wir wirklich alles gestalten. Außer ich gehe es dann wirklich ein, dass wir suboptimal nur vererben, um das dann quasi noch vor dem Finale zu machen. Weiß ich nicht, weil wir können die natürlich auch nach dem Finale machen. Im Prinzip, es steht uns jederzeit offen, das Finale zu betreten. Und das können wir auch mit den aktuellen Einheiten ohne Probleme machen. Das ist kein Thema. Aber es ist echt interessant. So viele... gute Optionen, die man da hat. Mensch. Oder, ja, ich muss nochmal gucken. Vielleicht mache ich wirklich noch eine von diesen Spezialmissionen und so. Das läuft einem ja auch nicht davon. Und ich meine, generell haben viele davon sowieso den Ruf, schwerer als das Finale zu sein. Das wird man wahrscheinlich auch sehen, so cool wie das Finale ist, vor allem von der Musik, so extrem schwer ist das gar nicht. Das ist tatsächlich eine der kompaktesten Missionen eigentlich, die man sehr, sehr schnell schaffen kann, unter normalen Umständen. Indem man halt wirklich nur massiv nach vorne prescht und gar nicht großartig auf Defensive achtet, sondern voll offensiv den Endboss plättert. Das ist besser möglich, als man vielleicht glaubt, aber naja.
Wie auch immer, Leute. Gut, ich würde sagen, ja, ich überlege mir nochmal, was wir als nächstes machen. Ich meine, eigentlich wollte ich sowieso Cynthia machen und die hat ja auch ein vernünftiges Set. Wahrscheinlich wird auch die Wahl darauf fallen. Aber ich tue mir ein bisschen schwer, weil ich müsste halt Einheiten wieder mitnehmen, dass wir einfach nur die Supports bekommen. Und die halt wirklich zu trainieren ist schwierig. Mit Schützen oder so wäre das beispielsweise um einiges leichter, weil da könnte man die wieder so schön umstellen. Ihr wisst ja, wie die Taktik dafür generell aussieht. Vielleicht sind ja Langbogennutzer dabei oder so, ich weiß es nicht. An solchen Einheiten kann man das halt sehr, sehr schön machen. Die einfach einkesseln und dann können sie sich nicht wehren. Das ist so das Beste, um Supports sicher zu bekommen, ohne zu farmen. Aber gut, Leute. Ich würde sagen, das sehen wir dann alles beim nächsten Mal. Insofern, vielen Dank für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Part von Fire Emblem Awakening.